Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die. In der letzten Folge waren wir ja noch in der Mine. Ich habe jetzt das ganze Zeug hier kurz off-cam einsortiert und ein bisschen was in die Forge reinkauen. Und wir wollten mal gucken, was kostet eine andere Forge. So, Forge. Wir brauchen dazu gut Clay, kriegen wir hin, Small Stone, eine Pipe und Bellows. Dieser Blasebalg. Für den Bellows brauchen wir Animal Hide, wieder eine Pipe und Wood. Gut, Wood haben wir genug. Hide sollten wir auch genug haben. Dann Pipes haben wir genug. Und was war's noch? Ne, das war's hier schon. Den lassen wir mal durchlaufen, 30 Sekunden. Da könnten wir uns eigentlich zwei machen. Wobei, sparen wir uns das mal, wenn wir dann später eine andere Schmiede brauchen, können wir das ganze Jahr noch erweitern. Und die Einschmelzkiste, das ist die Frage, wo stellen wir die zweite Forge hin? Ich hätte sie gern beieinander stehen. Das würde aber bedeuten, dass wir diese Einschmelzkiste irgendwo anders hinbauen müssten. Und das ist ja immer so eine Sache. Gut, dann machen wir eine Forge. Ne, die können wir noch nicht herstellen, weil uns ja Clay und Small Stone fehlt. Small Stone hier und ja, klugerweise haben wir natürlich den ganzen Clay eingeschmolzen. Das war wieder sehr intelligente Glanzleistung. Ja, derzeit können wir hier Lit einschmelzen lassen. Und hier 85 Stahlbahn. Damit lässt sich auf jeden Fall arbeiten. Und bevor ich jetzt hier lange rumlabere, ich mache eine Truhe. Schmeiß die alte Truhe hier weg und bau. Wow, das geht richtig schön. Vier Schläge und so eine Truhe ist weg. Ich kann mich noch erinnern, wie das richtig Zeit gekostet. Jetzt hätte ich fast wieder eine hingebaut. Wir bauen die Truhe. Nein, das sieht scheiße aus. Wir bauen es einfach hier hin. Richten uns hier wieder ein. Steine hier. Ne, machen wir anders. So, Kohle hier. Potassium Nitrate hier. Stahl, das ist das ganze Zeug zum Einschmelzen. Das können wir auch einschmelzen, genauso wie diese Token. Dann der Topf, den packen wir mal zum Essen, weil wenn wir hier nachschauen, dann ist es beim Essen. Und den Rest, den eine brauchen wir dann noch. Das können wir alles hier reinpacken. So, wunderbar. Der Hide kommt auch wieder mit hier. Hier rein und wir wollten ja noch 50 kleine Steine mitnehmen. So. 50 Stück. Jetzt fehlt uns dann nur noch der Clay. Ah, aber wir können gleich wieder rausgehen. Oh, Hunde. Es kommt Horde. Das ist so laut, die sind direkt unter mir. Oh, wie ich Hunde hasse. Also in dem Spiel, natürlich nicht in Real Life. Ich bin allgemein eher so der tierliebe Mensch. So. Ah, so schnell ist das Holz leer. Oh, die knurren so brutal. Ich habe Angst. So, 1000 Holz mit. Das sollte zum Aufwerten auf jeden Fall reichen. Wir machen das weiterhin mit dieser, weil da können wir uns unbegrenzt herstellen, wenn wir wollen. Und damit Ruhe.
Okay, den Balkon noch aufwerten. So, hier. Es geht mit der Ranch deutlich schneller, ich weiß. Aber wie gesagt, sofern wir hier noch keine Blueprints haben, damit wir uns das Zeug selber herstellen oder reparieren können, sparen wir uns die Haltbarkeit auf. Und ob man jetzt 4 Schläge oder 2 braucht, das macht jetzt hier bei der Anzahl auch keinen gigantischen Unterschied. Und das sind hier noch mehr Hunde. Noch mehr Hunde? Wow! Wie kommt denn der da hoch? Verpiss dich! So, wo kam der her? Ich glaube, ich hänge hier. Ich mache hier komplett Dings. Und der springt hier hoch? Nicht mit mir, Freund. Nicht mit mir. Der ist hier hochgekommen. Hier hoch, dann glaub... Oh Mann. So, das muss unbedingt weg. Das gebe ich mir kein zweites Mal. So, alles weg hier. Alles weg. Oh, da hätte ich ganz schön geschaut, wenn die anderen hier auch den Weg nach oben gefunden hätten. Aber so kommt man auf die ganzen Schwachstellen von der Hütte. Was auch nötig ist, weil wenn dann später wirklich einmal richtig dicke Horden kommen, dann ja. Dann war es das gewesen, Freund. Das können wir hier eigentlich so lassen. Ich mache hier einfach dann noch ein paar Spikes rein. So, Spikes. So, die brauchen wir eh alle. Also von daher kostet nicht viel Holz. Wunderbar. Oh, ich habe Durst. Ja, und wir haben ja ganz viel gelbe Pflanzen geerntet. Damit könnten wir uns auch theoretisch Tee kochen, aber wir haben immer noch kein Wasser gefunden. Was bedeutet, dass wir an dem Tag hier mal einen kleinen Ausflug machen. Searching for Water. So, wir sind wieder ein Level up, haben jetzt 18 Punkte zum Ver... 16 Punkte. Ich habe jetzt nicht aufgepasst, auf jeden Fall haben wir eine ganze Menge an Punkten zu verteilen. Ah, ich wollte eigentlich den davor machen. Aber dann kommt er jetzt auch noch weg. So. Und die Treppen hauen wir auch noch weg. Dann ist es hier einheitlich. Und wenn wir hier fertig sind, dürften wir auch genug Spikes gecraftet haben, dass wir das alles ausbessern können. Und dann haben wir hoffentlich unsere Ruhe. So. Der hier kommt weg. Den hauen wir auch weg. Fupp. Und die Spikes sind fertig. So. Alles hier voll machen. Ne, es geht leider nicht. Ja, dann müsst ihr euch das jetzt antun. Die zwei Treppen haue ich jetzt auch noch gemütlich weg. Und dann einen Schluck trinken. Ein bisschen was essen. Und dann suchen wir mal Wasser. Riskiert es jetzt einfach dann. Also, du hier, du hier, du hier. Ja, okay, gut. Hat mich mehr Leben gekostet als angenommen. Da oben, das ist jetzt egal. So, hoch in die Bude. Trinken, essen, unterwegs. Es ist 6.09 Uhr. Wir haben den ganzen Tag für uns. Mit unserem schönen Stahlwerkzeug können wir zwar nicht schnell... Ach, was mache ich hier? So, essen. Bringen wir die Wellness doch mal wieder nach oben.
Dann kann ich mich wieder aufregen, wenn sie nach unten geht. So, Wellness dürfte jetzt auf 72 steigen. Wunderbar. Und ein bisschen was zum Trinken. Ja, zwei sind nicht die Welt. Wir kommen mit zwei Gläsern nicht allzu weit. Und wir nehmen noch Clay für unterwegs. Unterwegs noch Clay mit. So, und die Spikes kommen hier noch rein. Gut, ein paar leere Gläser. Dann nehmen wir uns mal ein Stack mit, falls wir wirklich Wasser finden sollten. Dass wir gleich die Gläser voll machen können und nicht umsonst laufen. Weil wenn wir dann Wasser gefunden haben, brauchen wir entsprechend einen zweiten Ausflug, damit wir auch das Zeug voll kriegen. So, wir schauen mal auf die Karte. Und da mir gerade einfällt, dass wir noch eine Schatzkartenquest haben. Na, kann ich dich irgendwie... Show on Map. So. Da setzen wir uns den Wegpunkt hin. Der ist sogar in einem Gebiet, in dem wir noch nicht waren. Und ja, machen wir uns mal auf den Weg. Vielleicht finden wir unterwegs Wasser. Die roten Pflanzen nehmen wir wieder mit. Na. Okay. Wichser. So. Die Pflanzen nehmen wir mit. Ich hau einfach künftig drauf. Dann sparen wir uns das Ganze... Hinten wären noch ein paar Autowracks, dass, wenn wir mal wieder Federn brauchen, einfach in die andere Richtung rennen. Ups, Verzeihung. Ja, gelootet haben wir das Ganze schon. Und wir könnten... Ach, das ist Richtung Wüste. So, Pflanzen alles mit. Da hinten ist ein Zombie. Ja, und was haben wir natürlich wieder vergessen? Das Bier. Ja, gibt es kein Bier für unterwegs. Kein Alkohol während der Arbeit. Aber ein Nest, was leer ist. So. Ein. No! Also anscheinend sehr knapp bemessen. Mit 265er Quali einmal draufhauen. Aber wenn das ein bisschen Haltbarkeit verliert, geht es dann doch relativ fix nach unten. Und wir müssen zweimal aufs Nest hauen. Und wenn ich nicht treffe, dann dreimal oder viermal. Es kann alles weg hier. Ja, nur würde ich sagen, einfach querfeldein Richtung Schatz. Ich habe noch nie einen gefunden. Ich weiß nicht, was uns erwartet. Alles mit. So. Und in dem Haus waren wir, glaube ich, schon. Ja, da ist ein Dicker oben am Balkon. Ja, ich sollte vielleicht ein bisschen langsamer machen, meine Ausdauer ist nicht die beste. Ja, das hat jetzt wieder nur einen gebraucht. Wie weit ist das entfernt? Na, ist schon ein Stückchen. Hast du einen Kilometer, das liest sich so wenig, aber ist dann doch ein Stück zum Laufen. Aber hier findet man viele schöne Nester. Und Sand. Und eine Tasche. Ein dicker Knüppel, aber selbst wenn der grün ist, ich bin überhaupt kein Freund von diesen Holzknüppeln. So, ich mach mal kaputt. Mir ist gerade das erste Mal aufgefallen, es gibt ja hier, auch wenn wir die Taschen und alles kaputt machen, immer noch ein bisschen Material. So. Oh, und Hühner nehmen wir immer dankend mit. Bleib stehen. So, Messer, Messer, Messer. Haben wir das Messer, haben wir dabei. Und dann nehmen wir hier schön gemütlich das Hühnchen auf. Das Fleisch schmeiße ich dieses Mal aber weg. Wir haben derzeit genug und wenn wir Fleisch brauchen, können wir immer noch jagen gehen. Ein paar Hirsche, da schauen wir mal hoch in die Stadt oder bei uns in der Nähe. Da ist genug Betrieb. Dann stinken wir hier zumindest nicht. Und die Taschen, das ist immer toll, weil da eine... Oh!
ist nicht die beste, aber immerhin eine kleine Lederrüstung. Ach, der Dicke hier, ja, der kann mal hier hinten weiter rumwanken. Ja, und wenn man das regelmäßig machen, Nester mit... Oh, schön. Das ist dieser Spike Club, den ich mal angesprochen hatte. Das ist meine absolute Lieblingsnahkampfwaffe. Den schmeißen wir weg. Das schmeißen wir auch weg. Ups. Egal. Ich habe keine Ahnung, was jetzt da noch drin war. Aber das ist jetzt kaputt. Und Nester finden wir jetzt hier reichlich. Da ist das nächste. Und auf die muss ich komischerweise auch nur noch einmal draufhauen. Ich weiß nicht, warum ich auf die anderen zweimal draufhauen musste. Haben die unterschiedliche Haltbarkeiten oder haben sie es nicht? Und hier kommt wirklich ein Nest nach dem anderen. So, 10 Uhr. Ich muss mich jetzt ein bisschen ranhalten. Nicht, dass uns das passiert wie beim letzten Ausflug. Einmal Ausflug, zweimal sterben. Keine gute Bilanz. Na, wir wollten hier hin. Oh, wenn uns jetzt auch noch ein paar Hühnchen über den Weg laufen, dann haben wir hier erstmal ausgesorgt. Schön Eier, schön Federn. Und hier die nächsten zwei Nester. Einmal, zweimal. Ja, läuft gut. Da, nächste. Also der 7 Days to Die Nester Gott ist heute echt auf meiner Seite. Wenn ich jetzt noch ein paar schöne Schematics finde, dann bin ich wunschlos glücklich. Was zum Beispiel schick wäre, wäre jetzt das Hunting Knife, damit wir auch Beute und so weiter besser, schneller und effektiver ausnehmen können. Und immer gern gesehen sind natürlich Waffen. Und Brass. Brass ist auch wichtig. Das scrappen wir gleich. Und genau wie das. Das kann man wegschmeißen und das kann man auch scrappen. Ja, den Rest heben wir uns mal auf. Weil wenn... No, Leck, sorry. Weil wenn ich noch öfter daneben haue, dann müssen wir das ja jedes Mal rausschmeißen. So, wie weit sind wir? Ja, fast sind wir da. Und ich bin wirklich gespannt, was uns erwarten wird. Ob wir jetzt da richtig dick Blueprints kriegen oder... Ich, ja, wie gesagt, keine Ahnung. Aber Schatzkarte klingt nach gutem Loot. Vielleicht ist das ähnlich der Munitionsboxen, dass man da einfach eine erhöhte Chance auf guten Shit hat. Lederstiefel in der Wüste. Nee, ziehen wir mal nicht an. Mir ist wahrscheinlich eh schon wieder warm. Ja doch, mir ist sehr warm. Mach, ja, der heizt auf. Das heizt auf und es steigt immer noch, das kühlt ab. Du, ja, vernachlässigbar. 1% mehr. Und das Bandana hat eine kühlende Wirkung. Ja, minus 5 Fahrenheit. Ja, ich muss mich jetzt echt nackig machen hier. Ich renne jetzt in Unterwäsche durch die Wüste hier mitten in der Zombie-Apokalypse. Weil es mir einfach zu warm wird. Aber das ändert sich alles. Unsere ursprüngliche Mission war ja Wasser. Und bisher haben wir noch nicht annähernd irgendwas gefunden, was wie Wasser aussieht. Uns wird zu heiß. Ja, das ist Mist. Die Frage, hat Yuka eine... Eine kühlende Wirkung. Hey, da ist nichts drin. Das probieren wir jetzt mal aus. Ich sammle 4 Yucca-Pflanzen, mache mir einen Saft. Oh, ein Haus. Da schauen wir einfach mal hin, nur damit es auf der Map ist. Ja, und das ist ja direkt neben der Schatzkarte, neben dem Standort vom Schatz. Und ich habe schon wieder viel zu viel Scheiß einstecken.
Na. Gut. Oh, da hinten eine Stadt. Sehr gut, sehr gut. Deswegen leckt es jetzt hier auch so. Yucca, Yucca Juice. Du weg, dich essen, wegschmeißen. Scrappen, wegschmeißen. Die kommen alle her. So. Das Nest lassen wir jetzt hier, denn wir sind am Ende einer Folge. In der nächsten Folge gibt's. Na. In der nächsten Folge gibt's hoffentlich den Schatz. Ich probiere jetzt noch kurz mal einen Knüppel aus. Ja! Wow, okay. Ist dann doch ein bisschen was anderes als auf normal. Ey, ist er doch gerade schon geknackst. Dein Genick ist weg. Du kannst mit dem Arschloch. Pisser. Wichser. Ja, hier kommen immer mehr. Ich muss hier eine kleine Runde drehen. Wir sehen uns das nächste Mal. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Hier ist viel zu viel Betrieb. Und wir sehen uns das nächste Mal. Adi.